Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiel durchgespielt. Mein Name ist Nils, Ecos, der erste Kontinent. Das Zweierspiel aus dem Hause Aldorak Entertainment. Ist natürlich kein reines Zweierspiel, aber ich spiele es heute zu zweit. Geht hier lustig weiter. Ja, ich habe gestern schon so einiges an schönen Kombos gemacht und vorbereitet, aber es geht hier wirklich streng drauf zu. So. Der hier hat schon nicht mal mehr viele Plätze, aber hier kann ich jetzt etwas voll machen. Das ist gut. Der 2 geht nur dahin, aber hier habe ich schon was voll. Bevor ich das ausfülle, möchte ich hier auf jeden Fall nochmal den setzen. Und dieses Dreiernest kann ich in der Tat nirgendwo setzen und muss ihn aktuell drehen. Okay, gesetzt habe ich alle. Dann hier. Baue eine Landschaft so oder so. Erhalte einen Punkt und ein Nest für jeden angrenzenden davon. Okay, die baue ich hier ran und dann kriege ich zumindest 2 Siegpunkte. Ein bisschen hole ich auf und 2 Ostereier, das sind diese Dreierkringel. Bewege ein Tier in der angrenzenden an diesen Lebensraum um ein Feld. Da habe ich dann dieses Tier hier und das muss ich aber nicht zwingend bewegen. So. Wobei, das muss ich doch, ja. Das heißt, ich muss den setzen. So, jetzt kriege ich aber nochmal 2-mal diese Ostereier. Die setze ich hier rauf. Und damit darf ich wieder 1 setzen. Das mache ich natürlich gerne. Da erhalte ich 2. Das setze ich jetzt zum Beispiel mal dahin. Dann kriege ich 2 Punkte dafür. Dann erhalte 2 Punkte pro pro Wüstenlebensraum mit mindestens 2 Feldern. Das sind also nochmal 2 Punkte, weil ich einen habe. Und dann erhalte ich ein Osterei und ein Drilling. Das heißt, die lege ich wiederum hierauf und habe damit wirklich eine schöne Kombo hin und her gemacht. Und sollte jetzt auch so langsam hinkommen. Wobei, anstatt da lege ich die lieber vielleicht da erstmal hin. So, das ist auch ganz gut da. Der hat ja auch schon, da darf ich aber noch eine Sache machen. Und der hat etwas ganz Interessantes. Nimm eine deiner Karten in dem Spiel zurück auf deine Hand. Das mache ich gerne, diese hier, weil ich ja nachher noch weitere Fische erstellen will. So, damit ist das Ding auch vom Tisch. Wieder zurück zu ihm und er kriegt jetzt hier eine Ehre und ein Wasser. Bringt ihm das was? Das Wasser bringt ihm auf jeden Fall was. Die Ehre selber habe ich nicht drin. Damit kann ich diesen hier neu aktivieren. Ich war allerdings schon auf 3. Das heißt, ich drehe wirklich noch einmal neu rum. Und nehme mir einen Cube. Und hier darf ich jetzt einen Fischotter setzen. Erhalte einen Cube und einen wilden Token. Hätte ich das gemacht, hätte ich hier lieber eine Karte ins Spiel gebracht. Diese hier zum Beispiel. Und hätte dann das darauf gelegt. So, das hätte ich darauf gelegt. Also für den habe ich die Karte ins Spiel gebracht. Hier, erhalte einen Cube, habe ich gemacht, und eine Seku bringen. Was ist denn die Seku? Die Seku, die muss jetzt hierhin gebastelt werden. Und dann erhalte ich einen Cube meiner Wahl. Und das ist natürlich ganz spannend, den setze ich natürlich dahin, um hier gleich das nächste Rhino zu machen. Bei ihm ist es so, Wasser und diesen Zweig, die beiden sind natürlich quasi hier faktisch gesetzt, weil es das bringt. Wasser kann ich allerdings auch hier machen. Der wäre natürlich letzte Runde fertig gewesen. Also Zweig und Wasser, denke ich, setze ich Zweig hierhin und Wasser dahin. Ihr seht, dass man natürlich hier mit rechts und links um den Tisch herumlaufen auch durcheinander kommen kann. Das ist aber okay so, denke ich. Sonne geht hierhin, Wasser hierhin.
Das ist, denke ich, in Ordnung. Sonne und Wasser könnte ich auch dahin setzen. Das mache ich doch lieber. Ich setze den dahin, drehe den einmal. So, setze jetzt einen Baum oder einen Wall, Berg. Ich baue hier ruhig einen Baum hin. So, dann erhalte ich 2 Siegpunkte, bin damit bei 21, der andere auf 22 und dann setze oder entferne ein beliebiges Tier auf diesem oder einem angrenzenden Feld. Und weißt du was? Ich mache das lieber hier hin und entferne dieses Tier, weil ich ja weiß, dass der Shark kommt. So, damit habe ich doch was ganz Spannendes gemacht. Wasser und Sonne war das für ihn. Bei ihm ebenfalls Wasser und Sonne. Und da gibt es nicht so viel. Wasser geht hier hin vielleicht, Sonne geht dahin. So, hier darf ich jetzt ein Wasser setzen, das kennen wir ja schon. Dann ein Tier einer Art in das neu gesetzte und 2 Punkte kriegen. 2 Punkte, die nehme ich mir hier. So. Und ein Tier meiner Art in das neu gesetzte Teil. Das ist natürlich hier. So ist ja klar, wofür die Vorbereitung steht. Läuft weiter. Aha, damit wäre auch die Runde zu Ende. Hier den Zweig setze ich dahin und dann setze ich den als Joker dahin. Er baut in der Zwischenzeit auch noch schnell was. Den Joker, da fange ich jetzt an, hier wirklich mal ein Tier zu setzen. Beim Zweig gehe ich darauf auf nimmer sicher. Wobei das Tier könnte ich auch hier setzen. Ne, ich setze es mal da. Gut, damit hat er auch nichts, was fertig ist. Das ist aber auch soweit okay, denke ich, bei ihm. Wobei das andere, da kriege ich einen Cube. Nee, ich lasse das erstmal so. Weißt du was? Ich lasse das erstmal so. Dann darf er hier bauen. Er darf ein Rhinoceros bauen. Das kennen wir ja schon. Muss ich nur gucken, wo das war. Rhinoceros darf ich bauen. Hier ein Rhinoceros, das sagt diese Karte. Dafür erhalte ich 3 Punkte, 5, wenn es nicht angrenzt. Das heißt also 8 Punkte für den Grünen. 29 habe ich damit. Und ich erhalte 2 Wunschkandidatenteile. 2 Teile, die ich mir selber baue. Hier kann ich wieder ein Tier entfernen, was natürlich ganz witzig ist. Darauf bauen darf ich ja nicht. Und ich baue doch lieber diese hier. Das war ja auch eine ganz schöne Kombo eigentlich. So ist, glaube ich, die Kombo ganz gut. Ja, das war's. Ich muss hier eben umbauen und mache einen kurzen Schnitt dafür. Ihr merkt, das Ganze geht schon relativ flüssig, auch spannend hier zur Sache. Und wir gucken mal, was es Neues gibt. 2x Sonne. Ich habe noch genau 2 Cubes. Das heißt, eine Sonne geht hier rauf und einen dritten drehe ich. Dafür nehme ich mir einen neuen Cube und drehe es auf Start. Beim anderen, tja, ganz einfach. 2 Sonnen könnte ich jetzt zum Beispiel hier rauf setzen oder darauf. Ich setze einen dahin, weil ich aktuell so viele Cubes über habe. Und ich versuchen will natürlich gleich mehrere Sachen zu machen. So, die nächsten 2 sind hier dieses Dreier-Ei. Den halte ich für ganz gut. Und das Dreier-Ei habe ich gar nicht. Damit drehe ich schon wieder ein. Hier, nimm eine deiner Karten zurück auf die Hand. Ja, zack. Und wieder eine Karte entfernt. So, bei ihm noch 3 Eier und den Zweig. 3 Eier hier, den Zweig habe ich nicht und fange an zu drehen. Damit habe ich dieses hier ausgelöst und drehe es auch schon wieder. Ich darf wieder so einsetzen. Erhalte ein pro angrenzendem
Teil. So, erst einmal den. Zack. Ein Siegpunkt und ein Dreierei. 1, 2, 3. Und ein Dreierei pro angrenzendem. Bewege ein Tier in ein angrenzendes Gebiet. Das Tier schicke ich wieder hier hin, weil ich wirklich möglichst viel Platz haben will. Wobei, das weiß ich nicht. Wenn ich es dahin schicke, habe ich da ja wieder Platz. So ist es vielleicht besser. So, jetzt noch drei Eier, die ich setzen darf. Davon habe ich hier jede Menge. 2 und 2. Ich möchte ja unbedingt dieses Rhinoceros wieder fertig kriegen. Und dieses hier gefällt mir wohl auch noch ganz gut. Ja, ihr seht, da ist schon eine Menge passiert hier. Schon bei den zweiten Sachen auf seiner Seite. Und er geht auch streng auf die 60 Punkte zu. Wie sieht es bei ihm aus? Nochmal 2 Sonnen. Holla die Waldfee. Einfach, er hat nämlich keine Sonnen. Damit kann ich hier nur 2-mal drehen. Das wird jetzt spannend. Bei ihm eine Sonne hierhin, gar keine Frage. Und die zweite Sonne geht dann ruhig hierauf, denke ich. Wobei das jetzt schwierig ist. Ja, erstmal egal. So, die 3 Sonnen. Dieser hier dreht sich schon mal. Ich darf einen Baum setzen. Dann erhalte einen Siegpunkt pro separaten Lebensraum mit Baum. So, wir haben jetzt hier 2 separate Lebensräume mit Baum. Das heißt, ich kriege 2 Siegpunkte. Und dann erhalte ein Tier und eine Sonne. Die Sonne muss hierauf, sonst geht es nicht mehr. Das Tier geht am besten darauf. Daher kommt es, deswegen kann ich nicht darauf setzen. Wobei, das Tier könnte ich auch darauf setzen. Ihr hört übrigens nicht nur mich, sondern auch mein Tier, nämlich meinen Hund. Der bellt ab und zu. Also, falls ihr euch gewundert habt, was das ist mein Hund. Ein Dreierauge und so eine Palme. Die Palme kann ich nicht setzen, das Dreierauge, doch, die Palme kann ich hier hinsetzen und kann eine Karte zurücknehmen. Es macht ja nur Sinn, wenn ich eine Karte zurücknehme, die sich schon häufig gedreht hat. Das heißt, ich nehme die beiden nicht. Ich setze das wieder ein, hier, um einen Cube zu kriegen beim ersten Mal. Und dann drehe ich noch 2-mal. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gemacht, weiß ich nicht genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt einmal zu viel gedreht, also vielleicht, weiß ich nicht genau. Lassen wir das mal so. So, das Dreierauge geht auf jeden Fall auf den und die Palme hier auf den, auch wenn ich das nicht wirklich brauche, weil ich die nicht voll kriege, deswegen drehe ich lieber vielleicht für das Dreierauge das. So, dann zieht der hier nochmal 2 und ich bleibe mal eben auf dieser Seite stehen. Einer Auge und Sonne. Ja, und da ist es jetzt so passiert, dass ich es nicht hinkriege, dass ich es nicht mehr hinkriege. Einer Auge und Sonne. Für die Sonne nehme ich mir dann einen neuen Cube. Das heißt, der ist schon fertig. Guckt er noch hier für einer Auge und Sonne. Einer Auge geht auf jeden Fall hier hin. Sonne habe ich aktuell nicht und geht dann hier rein. So, jetzt erhalte hier, heißt das, ein Joker und einen grünen Schleim. Auch den grünen Schleim kann ich nicht setzen. Das heißt, den Joker setze ich dahin und der grüne Schleim dreht sich schon wieder. So, was habe ich denn jetzt hier? Hier erhalte ich jetzt einen Cube und bewege bis zu 2 Tiere, 2 Felder. Sie können jede Art, sie können jeden Lebensraum durchqueren. Ich kann das jetzt entweder bei ihm verhindern oder ich kann bei mir was machen. Das bringt nichts. Das heißt also, ich setze den wirklich so hin, dass er alles abgrenzt. Und dann baue ich den rum und damit kommen die. Dieser hier ist ja jetzt sozusagen fertig. Und dafür baue ich lieber eine Karte ins Spiel. Das wird diese sein, anstatt einen neuen Cube zu nehmen, weil ich Cubes wirklich genug habe. Ein Tier und Wasser. Wow, jetzt klatscht es hier. So, der hier kriegt Wasser. Und das Tier könnte ich da reinsetzen, weil es sich anbietet. Oder zu meinem Hai, ich setze es mal da rein. So, auch wenn es jetzt anders gut wäre. Einen Baum setzen, erhalte 2 pro angrenzenden Baum. Das heißt also hier, und das sind dann 1, 2, 3. Das sind dann natürlich schon
komplette 6 Punkte. Entschuldigung, das ist dann auf 30 hoch. Der hat sich natürlich wirklich super gerechnet. Zack, das lief gut für den. Wasser und Tier, Wasser hierhin und Tier mache ich dann gleich nochmal neu. Das geht dahin dann sicherlich. Damit darf ich jetzt erstmal die wegnehmen, dann baue ich auch schon das Tier dahin, das weiß ich. Und hiermit darf ich jetzt Folgendes machen. Ich darf ein Tier entfernen und kann ich immer noch was gegen ihn machen. Oder ich mache was für mich und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich baue einen Berg hierhin und nehme den weg. Zack. Man müsste sich natürlich schon immer gut angucken, was man will und erhalte dafür 2 Punkte. Das mache ich hier heute natürlich nicht. Die Karte dreht sich raus und ist damit weg, weil sie dann fertig ist. Eigentlich müsste man sich wirklich jede Karte und seine Kombos gut durchlesen, weil nur durch Kombos kriegt man relativ gute Punkte. Und wie gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, das mache ich hier heute nicht so richtig ernst. Das sollte man besser machen. Wasser dahin, Sonne dahin. Und das sollte man deutlich besser spielen. Aber ja, hey, Schwamm drüber. Wasser dahin, Sonne dahin. Und hier kriege ich jetzt ein Tier, nämlich einen Seehund. Erhalte einen Cube und eine wilde Ressource. Der Seehund, wo ist der denn? Die Seekuh. Immer schön auf die freien Felder legen. Einen Cube und eine Ressource meiner Wahl. Und da bietet es sich fast an, hier das Rhino zu nehmen. Dieser hier dreht sich wieder einmal. Und damit darf ich 3, und wenn es alleine sitzt, tut es ja jetzt hier, dann kriege ich 8 Punkte. Bin bei 44 schon. Und jetzt erhalte ich nochmal 2 Sonderteile. So, und für 2 Sonderteile könnte ich zum Beispiel wieder den bauen. Und ich setze sie dahin, damit ich hoffentlich mit diesen schnell fertig werde. Ja, wird alles relativ eng. Habe ich bei ihm schon Wasser und Sonne gesetzt? Ich glaube schon. Hoffe ich mal. Sonst habe ich gerade im Rausch dessen, dass ich was geschafft habe, es verpatzt. So, der und der werden dahin gesetzt. Halte ich für ganz gut. Und hier auf dieser Seite das eine Osterei kann ich nicht setzen. Und den Baumstamm kann ich aber hier setzen. Okay. So, ich fange auf dieser Seite an, auch wenn er eigentlich nicht anfangen soll. Einer Osterei darf ich nicht setzen. Sonne hierhin, das mache ich dann aber wirklich der Reihenfolge nach. Und hier Sonne und einer Osterei. Einer Osterei dahin. Mal die beiden Ostereier da hingesetzt. Und Sonne. Weißt du was? Ich setze da und dahin. So. Damit kriege ich dann einen Wild-Token wieder. Den kann ich nehmen und einmal dieses grüne Gestrüpp. Das grüne Gestrüpp bringt mir gar nichts, aber den Wild-Token, den nutze ich natürlich gerne und den setze ich da ruhig hin. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, außer eine weitere Rotation. Ja. Wie sieht es hier aus? Ich darf einen Berg setzen und dafür ein Tier und ein Auge erhalten. Ein Tier geht dahin, ist die einzige Möglichkeit. Ein Auge kann ich nicht setzen, geht also dahin. Und ich darf noch einen Berg setzen, aber der bringt mir jetzt erstmal nichts. Ja, es geht sogar noch weiter. Man glaubt es kaum. Beginnt schon langsam so in die Phase zu kommen, wo man denkt, na, langsam könnte das Ende anstehen. Sonne und dieser grüne Schleim. Den grünen Schleim habe ich nicht. Drehe also einmal. Und Sonne habe ich hier drauf wieder. Sonne und grüner Schleim auch für diese Seite. Auch hier grüner Schleim habe ich nicht. Was nehme ich? Ich spiele meine Karte runter. Und zwar diese hier. Und dann Sonne noch und die bauen wir dahin. So. Oh,
gucken, was er hat jetzt hier. Endlich einen wilden Token. Grüner Schleim geht nicht, aber das, was ich will, darauf und grüner Schleim gedreht. Er ist soweit fertig und er kriegt auch was. Aber er darf auch noch einen Joker setzen. Den setzt er auf jeden Fall dahin. Und den grünen Schleim, damit kann er auch nichts machen. Und dann dreht er natürlich den hier. Was er dafür macht, weiß ich noch nicht. Arbeiten wir erst das ab. Ich darf einen Berg setzen. So, setzen wir hier einen Berg. Erhalte ein oder zwei, falls angrenzend zu einem. Also damit kriege ich jetzt wirklich in der Tat nochmal zwei Siegpunkte. Und dann erhalte pro angrenzendem Lehmfeld, das wären hier immerhin zwei Dreier-Eier. Wir sehen, ich habe keine Dreier-Eier. Das heißt, ich gebe den aus und bin dann aber auch schon wieder auf der Stufe. Vielleicht habe ich aber eine Karte mit zwei Dreier-Eiern. Habe ich aber wirklich nicht. Ärgerlich. Ich baue die rein. So. Sehr wasserlastig aktuell. Okay, gut. Kommen wir zu ihm, denn er baut ja auch aus hier. Und er darf jetzt einen diesen hier setzen. Erhalte einen pro angrenzendem Gebiet. 47 und Dreier-Eier. Zwei Stück. Bewege ein Tier in oder in einen angrenzenden Lebensraum. Das heißt, das Tier bewege ich auch gerne hier. Und kriege jetzt nochmal zwei Dreier-Eier, die ich nicht hierauf setzen darf. Sonst habe ich keine Dreier-Eier. Das heißt, der ist auch schon wieder da. Ich habe lange überlegt, ob ich noch einen Schnitt mache, habe mich aber dagegen entschieden und spiele das Spiel jetzt so runter. Denn ich bin ja schon bei 47 Punkten. Das sollte ja mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht schnell geht. Aber es fängt schon an, hier zwei Dinge, die ich nicht setzen kann. Das heißt, ich baue diese Karte runter mit dem ersten noch vorher. Und dann darf ich die beiden setzen. Den darf ich setzen, den anderen nicht und drehe den rum. Es ist ein bisschen komisch, dass ich nie Wasser ziehe, ehrlich gesagt. Dieser hier erlaubt mir eine Karte runterzuziehen und der braucht fast nur Wasser. Wirklich ernsthaft. Das heißt, eine und dann wirklich auch Start wieder. Und ich baue ebenfalls eine von denen runter. Und auch ich baue hier noch eine Karte an und hätte einen gesetzt. So. Das ist wirklich komisch heute, dass ich da so wenig habe. Drei Eier und Sonne. Ja. Drei Eier gibt es ja nun einige von. Hier vielleicht mal drei Eier und Sonne. Damit darf ich einen Baum setzen. Und erhalte einen Punkt pro Lebensraum, wo einer drin ist. Ist okay, kriege ich hin. Das sind also zwei Siegpunkte, sind 49. Immer noch nicht viel. Erhalte aber auch ein Tier und eine Sonne. Sonne geht hierhin. Tier habe ich ernsthaft nicht frei. Wie ärgerlich. Das Tier ist sozusagen die wichtigste aller Ressourcen und die kann ich nicht setzen. Sonne und Dreierauge. Tja, Sonne und Dreierauge. Dreierauge kann ich nicht setzen. Ist also wieder eine Rotation. Und Sonne, ja, ruhig hier hin. Ich habe zwar nicht genug Teile mehr, aber tja, irgendwie muss ich ja zu was Weiterem kommen. Irgendwie fehlt Wasser seit einer halben Stunde und es fehlt weiterhin das Wasser. Ich schüttel wirklich immer fleißig, das könnt ihr mir glauben. Ja, die beiden gehen darauf, denke ich, hier bei dem. Und da Dreier und Einer. Dreier, wisst ihr, habe ich nicht. Heißt also nochmal. Und Einer, hier, das mache ich mal. Das ist ganz gut. Damit erhalte ich jetzt nämlich einen Schleim und einen wilden Token. Schleim und wilden Token gehen hier hin. Und damit kann ich diese Antilopen aktivieren. Guck mal. Wähle eine Richtung, bewege die Antilopen in diese Richtung, wenn möglich. Erhalte einen pro bewegter Antilope. Das heißt also, ich setze zwei Antilopen.
als erstes und dann wähle ich eine Richtung, in die sie gehen. Antilopen, seht ihr, können nur auf Gras sitzen. Das heißt, hier und hier. Bewegen können sie sich aber trotz dessen. Das heißt, jetzt sage ich diese Bewegungsrichtung und dann bewegen sich beide und dann kriege ich immerhin 2 Punkte. So. Das waren die Antilopen hier. Wasser und Wasser. Jetzt rappelt es Wasser und das könnte doch hier für das eine oder andere an Aufsehen reichen. Hier bin ich mit Doppelwasser. Hier auf jeden Fall ein Wasser und hier ein zweites Wasser. Mal gucken, ob das reicht. Da habe ich dann gleich ordentlich Auswahl. Wie sieht es bei ihm aus mit Doppelwasser? Er legt natürlich auf seinen Haifisch, auch wenn ihm das noch so ein bisschen fehlt. Er hätte gerne auch noch den gemacht. Da gibt es auch was. Aber was soll's. Er will jetzt den Haifisch fertig haben. So, ich darf eine Seekuh legen. Erhalte einen Cube und einen meiner Wahl. Einen meiner Wahl lege ich mal eben darauf, damit das klar ist. Danach ist der weg hier. Eine Seekuh. Ein Cube. Ein Seekuh und ein Cube. Seekuh kann ich hinsetzen, wo ich will, weil es aktuell keinen mehr gibt. So, jetzt kann ich entweder den machen. Da kriege ich 4 Punkte. Und hier kriege ich 5 Punkte. Das heißt, den setze ich. Ich baue den dahin. Hätte den extra darauf gesetzt. Und erhalte 2 und 1 für jeden, der angrenzt. Das heißt also 5 Siegpunkte. Und jetzt bin ich bei 54 und somit wirklich sehr kurz vorm Ende für diesen Spieler. Nächste Runde. Schleim und Sonne. Schleim kann ich hier wieder setzen. Sonne. Ich mache das nochmal hier. Ich will ja nur noch auf Punkte gehen. Sonne. Hier hin. Oder dahin. Nee, Schleim dahin, Sonne dahin. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen Cube, den ich da setzen kann. Aber läuft, denke ich. So, Dreierauge und nochmal Sonne. Ist das krank. Dreierauge und Sonne. So, der ist fertig. Er setzt hier nochmal ein Dreierauge. Kann ich nicht setzen. Ist also der Dreher. Und die Sonne geht dann. Boah, ich habe alles frei. Dahin. Für den nehme ich mir einen neuen Cube, weil ich gleich einen brauche. Damit bin ich hier wieder zurück beim grünen Spieler. Und der hat ja jetzt wieder eine Sache, die er machen kann. Er darf so einsetzen. Hierhin zum Beispiel. Erhalte einen Siegpunkt pro und. Wobei ich den so setze. Und pro angrenzendem Wüstenfeld auch ein Dreierauge. Also 3 Dreieraugen. Und den ziehe ich da rein. So. 3 Dreieraugen und 3 Punkte. 3 Punkte führen mich auf 57. Und wenn ich es jetzt schaffe, mit 3 Dreieraugen durchzukommen, schaffe ich aber nicht. Hier ein. 2. Eine Karte runterspielen. Diese hier. Und 3. So. Aber immer noch nicht fertig, denke ich. So, bei ihm auch noch nichts fertig. Letztes Ding vielleicht schon. Letzte Runde, wenn er fertig wird. Sonne und Auge. Auge. Und Sonne. Wieder nichts, was fertig geworden ist. Uiuiui, bei dem ist das so knapp vor Toreschluss. Sonnenauge. Auge geht dahin oder hierhin. Hierhin geht Auge. Sonne geht da rein. Wobei,
Ja, doch. So. Dann kriege ich hier einen Schleim und einen meiner Wahl. Einen Schleim kann ich nicht setzen. Ist auch okay. Das heißt, da geht da einer hin. Dann hätte ich die Sonne doch dahin gesetzt. Und den hier mache ich jetzt fertig, um es euch zu zeigen. So komme ich doch endlich zu meinem Killerwal, zu meinem Orca. Den setze ich da rein, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die alle gehen runter. So, was bedeutet der? Also, Orca setzen, 4 Punkte. Wähle ein Tier in einem angrenzenden Wassergebiet und kriege 4 Punkte pro entferntes Tier. Also, 1, 2, 3, 4 mal den Fisch plus die 4 sind 20 Punkte, die ich kriege. Von den 34 bin ich jetzt auf 54. Es geht aber weiter. Erhalte Wilde maximal 4 und spiele eine Karte. So, jetzt habe ich 4 weitere Ressourcen meiner Wahl. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich die so hinbaue, dass ich noch ein paar Punkte kriege. Ich könnte zum Beispiel da und da, denn da gibt es Punkte. Hier gibt es 3 Punkte, das ist nicht so viel. 2 gehen dahin und 2 gehen dahin, das sind meine 4 Ressourcen. Danach, ich dürfte noch eine Karte spielen, mal gucken, ob es nötig ist. Danach darf ich einen Baum setzen, 2 pro angrenzenden Baum. Ist ein bisschen blöd, hier kriege ich immerhin 4 Punkte, das heißt 58 bin ich da schon. Zack. Und wie sieht es hier aus? Ich darf einen Berg setzen, 2 Punkte, wenn er an 0 oder 1 angrenzt. Oh! Und es ist so, man darf auch Berge in den Dschungel setzen natürlich. Dahin nicht, dahin nicht, dahin nicht, dahin würde gehen oder dahin. Und ich setze ihn in der Tat vielleicht dahin. Damit kriege ich nämlich 2 weitere Punkte. Und so, jetzt musste ich erst einmal die ganze Batterie aufladen und bin stehen geblieben. Die 2 Punkte hatte ich ihm noch gegeben, hierfür erinnere ich mich. So, und jetzt steht er dran. Und das wird ganz spannend. Für jedes angrenzende Waldgebiet könnte ich jetzt hier ein Dreier nehmen. Für jedes angrenzende grüne Gebiet ein Schleim und für jedes angrenzende Wasser Wassertoken. Nun ist es so, dass ich mich doch nochmal umentschieden habe, den Berg hier hinzubauen. Denn dann kann ich für 2 Wasser für jedes angrenzende Wasser nehmen. Hier oben habe ich 2 Wasser oder auch hier. Und das mache ich jetzt. Ich nutze dieses Wasser, drehe das und darf jetzt wieder so ein Hai setzen. Das Hai setzen, das ist kein Hai, Entschuldigung, sondern den Schwertfisch, bringt mir genau 3 Punkte und bringt mich hier über die 62 oder auf die 62. Und damit habe ich dann wirklich es geschafft, bei Ecos, der erste Kontinent aus dem Hause Alrak Entertainment, durchzuspielen. Das war auch schon in der 2. Folge. Es tut mir leid, die sind sehr lange geworden. Das hat was damit zu tun, über diese statische Kamera. Ich gehe nämlich hinten rum immer über die Kamera. Die steht hier jetzt hoch aufgebaut. Und ich will ja auch das Dreibein nicht umwerfen. Aber das sind technische Fragen. Morgen sehen wir uns nochmal zu meiner Nachbesprechung zu Ecos. Das war es bis jetzt erst einmal. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen nochmal. Bis dann, alles Gute. Euer Nils. Tschüss.